Alter Marcel, ich habe gerade die Benachrichtigung von Kevin bekommen. Für den Dreh, für die letzte Szene, haben wir einfach die echte Polizei, also die Kantonspolizei Aargau, die echte Feuerwehr und den echten Rettungsdienst am Start, Alter. Keine Schauspieler oder so, nichts ist der Rettungsdienst, nur umgeschmissenes Auto. Wir haben alles am Start, Alter. Weißt du, wie wir starten? Wie? War niemand da? Wunderkönig ist da. Nach da einschwenken, Einsatzkräfte und so weiter. Und wir müssen halt gleich das Haar genau so abblocken. Diese Scheibe erzählen. Und dann kann ich so zu ihr rübergehen quasi. Die ganze Zeit um Kevin herum. Kreise ich um ihn herum. That's it. Also eigentlich muss ich jetzt in meinem Becher pinkeln, wenn ich so nah bei Polizisten stehe, deswegen. Ja, eigentlich ist es schon sehr dramatisch. Hilfe, warum hilft mir keiner? Bla bla bla. Und er redet mit der Kleinen. Und holt den Kevin quasi hier raus. Und auf! Und genau in dieser Aufbewegung bin ich dann auf dir. Und dann kann ich dann quasi einmal so rumgehen. Und dann müsst ihr quasi richtig Hand anlegen und die Lotte da ganz vorsichtig rausholen, auf die Liege packen. Ich kann es kaum erwarten. Ich gehe auch nicht in Urlaub, bevor ich das Ding geschnitten habe. Ich wäre so lustig, wenn das nicht fehlt. So. Das ist die Frage, ob wir das T-Shirt abschneiden sollen. Auf jeden Fall. Bis die Mama sagt nein. Einmal alle aufpassen. Hallo. Das hier ist die Lotta. Hallo. Lotta ist heute der Star, der quasi mit Kevin hier spielen wird. Lotta, wir machen jetzt Folgendes. Für alle Leute hier, das sind richtige Feuerwehrleute. Richtige Polizisten, richtige Retten. Das sind keine so Schauspieler wie du. Das heißt, weil wir gehen quasi jetzt ein. So. Bin ich noch zu nah dran? David, warum hat die Feuerwehr so wunderschöne Schränke, wo so schön beleuchtet sind? Da hättet ihr schon los müssen. Mach's erst auch, wenn ich wieder zurückgehe. Ja? So. Dann, wie wird's, was wird dann passieren, Kevin? Dann starten wir theoretisch so die Szene so. Das ist allerletzte so. Ab da bist du langsam leise. Das ist quasi auch ein Brot. Du musst es machen, Mann. Stark, ja? Ella, du darfst nicht schlafen! Ella, wach auf! Wach auf, Ella! Ella, wach auf! Wach auf! Ella! Timo, was machst du jetzt? Bevor wir einen Doktor. Hallo, Lotta. Hi! Oh Gott. Alles gut? Aber halt. Hand. Lotta, was hast du gemacht? Autounfall. Und du lebst noch? Ja. Gleich nicht mehr. Weißt du, letztes Mal haben sie mir die Haare genommen. Aha. Jetzt mein Auto und Tochter. Aha. Was ist das nächste Mal dann? Meine Kronjuwelen? Und wird's schon warm. Das bist doch du hier! Der war sogar geiler. Wir haben alles, was wir brauchen. Also, ich würde gerne einmal nur den Ton quasi aufnehmen, ab dem Moment, wo die Polizei kommt. Und sind alle ganz gut aus. Wir werden jetzt noch weiterfahren zur Notrufzentrale und werden einmal noch die Aufnahme machen von dem Notruf, der quasi entgegengenommen wird. Und danke allen, die das... Holy shit, also...
zeigt den Hubschrauber nicht mehr. Ja. Das nächste Mal. Das nicht. Ich brauche schon einen Hubschrauber. Das geht immer. Du kriegst einen Hubschrauber. Hurra, Arjirsch! Geil! Der muss jetzt noch laufen zum Rettur fahren! Marcel, was haben wir hier für ein krankes Projekt gemacht? Das war so geil. Alter, wir müssen unbedingt, wirklich ab jetzt, unbedingt nur noch so krasse Projekte machen. Ohne Scheiß, das war nur der Anfang.